Herzlich willkommen, wir sind die beleuchteten Brüder. Ihr guckt uns zu, wie wir das Spiel Shovel Knight Treasure Trove spielen. Das ist der erste Teil mit so Special. Treasure Trove ist die Kollektion aller Teile. Ach, guck mal an. Nicht schlecht. Ich bin Tim, das ist Benny. Wir sind die beleuchteten Brüder, wie schon eingangs erwähnt. Und wir dachten uns, wer spielt heutzutage eigentlich noch Wii U? Keiner, weil die Leute alle nicht völlig verrückt sind. Wir aber schon. Ja. Deswegen haben wir die Wii U wieder aus dem Schrank geholt, von der Müllkippe runtergesammelt. Eigentlich haben wir sie für nichts mehr gebrauchen. Und deswegen spielen wir jetzt Shovel Knight. Ist das nicht toll? Wir heißen euch herzlich willkommen. Showdown? Was ist Showdown? Ich glaube, ich muss irgendwie erstmal ein Profil aus. Ah, guck mal hier. BDE. Und da kann man alle Kampagnen auswählen. Ah, ja. Ich kann 10 Profile hatten wir bei dem Spiel. Das Spiel gibt es natürlich auch für die Switch, aber ich habe es halt damals schon für die Wii U gekauft, wir wollten es nicht nochmal kaufen. Ja, das ist ja auch Quatsch dann. Deswegen musste ich die Wii U aus dem Müll holen. Was? Ja. Wer ist denn BDE? I have no idea. Hat 0 Minuten gespielt. Aber der... Guck mal, ich habe immerhin 3 Stunden 20 Minuten gespielt. Die Idee war da. Damals. Und knapp die Hälfte der Sachen eingesammelt. New Game. Das hat nicht funktioniert. Hast du B statt A gedrückt? Ach ja, confirm. Ja, ich habe A gedrückt. Boah, guck mal. Unser guter Freund Mengrabatt ist da. Ja. Aus dem möchte ich herzlich willkommen heißen. Hiek. Hiek, hiek. Wir können uns jetzt eine Kampagne aussuchen. Das ist nämlich krass. Die haben eigentlich ein Spiel veröffentlicht damals und dann haben sie 3 komplette Spiele umsonst nachgeliefert. Das ist nett. Weil wir spielen das Originalspiel, ne? Würde ich mal sagen. Shovel of Hope. The Main Storyline. Wir sind natürlich... Pelebu. Und Maimi, falls du schon da sein solltest, auch wenn du noch nichts geschrieben hast, ich habe Benny dazu verdonnert, dass er alle englischen Texte aus Deutsch übersetzt. Body Swap? Körpertausch? Was ist denn der Körpertauschmodus? Would you like to swap the bodies of any character? Nein, wieso soll ich Körper vertauschen? Naja, mach doch einfach mal ja, dann haben wir die Möglichkeit, wir müssen es ja nicht nutzen. Oder ja. Aber ich kann es ja auch später immer noch nutzen. Enter Body Swap Mode. Betritt den Körpertauschmodus. You can perform this action at any time. Dann will ich das jetzt nicht machen. Oder das bezog sich auf den Swap. Wir sind Belebu, Alter. Natürlich sind wir Belebu. 30 magische Potions. Wofür sind die? Kann man die werfen wie bei Castlevania? Weiß ich nicht. Warum bist du auf Null gegangen? Ich bin auf Yes gegangen. Aber erst bist du auf Null gegangen. Das weiß ich auch nicht. Story. Story, ich bin so gespannt. Es ist ein lustiges Spiel, wirklich. Übersetze bitte. Vor langer Zeit, als die Ländereien noch ungezähmt waren und von legendären Abenteurern durchstriffen wurden, von all den Helden, die es gab, niemand schien breiter als Schaufelritter und Schildritter. Aber ihre Reisen endeten am Turm des Schicksals. Als ein verfluchtes Amulett mit irgendeiner schrecklichen Magie irgendeine Scheiße passiert ist, und Schaufelritter ist aufgewacht, der Turm war verschlossen und Schildritter war weg. Sein Geist war gebrochen und trauernd hat er ein Leben in Einsamkeit gewählt. Schön, schön übersetzt. Aber ohne die Champions war das Land von einer gemeinen Macht, die Zauberin und ihr Orden von keinem Viertel haben alle geknechtet. Jetzt haben sie den Turm wieder geöffnet und die Zerstörung brütet. Ein neues Abenteuer wird beginnen. Das ist eine sehr gute Idee. Schlag die Erde! Und das ist Shovel Knight. Das ist Shovel Knight, das bin ich. Maimi ist da, herzlich willkommen zu unserem Livestream. Da sind wir mal wieder. Ach, tolle Musik. Kann sie kaum hören, ihr vielleicht schon. Also, ich kann... Es ist so ein bisschen... Dagobert Duck, ja, und Mega Man und Castlevania. Ja. Und auf allen Knöpfen mache ich dasselbe, nämlich ballern. Das ist wie Tank Tank Tank. Außer springen. Oh, ich freue mich schon. Tank Tank Tank? Ja, auf das, was genauso ist wie Tank Tank Tank. Nein, das ist ein wirklich gutes Spiel. Tank 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 ist... Und es sieht auch schon so aus, dass man richtig Lust hat zuzugucken.
Da hast du aber sehr schnell entschieden. Boah, ist der Hass groß hier. Ja. Also. Vor allen Dingen, weil ich vorher gefragt wurde, nach meiner Meinung. Du hast nur Monkey Island gesagt. Das will ich nicht. Nee. Vorher gar nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht vorgeschlagen. Doch. Nein. Doch. Shovel Knight. Und dann habe ich gesagt, nein, weil der mir die Schaufel abbricht. Das stimmt. Du hast recht. Du bist also doch zugänglich für Fakten in Diskussionen. Das ist interessant. Hallo? Nee, aber richtig oft auch nicht. Hallo? Eigentlich ein Bündnis des Teufels schmiedet sich hier. Strike the Earth. Wir sind ein Spiegel. Es ist zu leise. Ja, auch nur sehr, sehr ähnliche Erfahrungen mit dir gemacht über die Jahre. Der Chat geht ganz schön ab. Ich habe in Pokémon meinen Ausstoß Tank 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 genannt. Ich dachte erst an er hat sich verschrieben und wollte von seinem Auto reden. Dann ist mir eingefallen, dass es bei Pokémon keine Autos gibt. Kann ich irgendwie schneller laufen? Was hat der Tank 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 genannt? Er hat irgendeine Kreatur Tank 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 genannt. In Hommage an uns. Da hätte man aber eine schöne Hommage nehmen können, aber. Was weiß, wie seine anderen Pokémon heißen? Und der Schaufelritter gräbt alles mit seiner Schaufel. Das ist sein Main Means of Interaction mit der Umwelt. Guck mal, geil, ne? Ich kenne das Spiel. Ja, hast du es gespielt? Ich hab das gespielt. Lass einen Check. Oh nein! Ich will den zerstören. Wenn man. Ist das langweilig. Wenn man. Das ist die blanke Hölle. Ich glaube, ich schaffe nur noch. Kann ich es jetzt nicht mehr zerstören? Kann ich es nur zerstören, bevor ich es aktiviere? Das ist nämlich so in diesem Spiel, man kann die Checkpoints zerstören und da drin ist dann ganz viel Geld. Aber dann kann man sie nicht mehr in Checkpoints nutzen. Richtig. Das ist so ein Risk-Reward, genau. Was bringt einem das, dass man buddeln kann? Ist lustig. Das ist die einzige Funktion? Naja, es ist halt lustig, dass er halt eine Schaufel hat und kein Schwert oder so. Das ist es? That's it? Naja! Du kannst halt damit graben. Ja, und was bringt das? Und Mega Man ist natürlich auch noch irgendwie was. Und von wann ist das Spiel? Von 2014, ja. Also es ist Absicht, dass das so alt aussieht. Ja, aber es ist ein technisches Wunderwerk, dieses Spiel. Ach, weil sie es irgendwie so gemacht haben, dass es wirklich auf dem NES laufen, nicht laufen könnte, aber sie haben sozusagen eigentlich nur Elemente genommen, die das NES auch geboten hat, aber das NES konnte nicht alles gleichzeitig machen und sie haben es gibt so ein krasses Entwicklertagebuch, das beschreibt, was sie alles gemacht haben und wie viel Aufwand sie betrieben haben, um es true to the original zu machen. Oh, aber Blocks. Er kann ja gar nicht in die Erde graben. Doch, an manchen Stellen schon. Was ist das für eine scheiß Schaufel? Er könnte es vielleicht auch an den Erden stellen, aber er weiß, dass da nichts zu finden ist. Genau, weil ein geborener Schatzsucher ist. Aber wenn du da jetzt buddelst, dann buddelst du ja nicht. Oh. Und dann hast du ja gebuddelt. Nee, das ist ja ein Angriffsmove. Zack. Hier, kann ich zum Beispiel das wegbuddeln. Ja, aber kannst du da jetzt auch buddeln, wo du jetzt stehst einfach? Nein. Aber da, dieser Haufen, der kann frei gebuddeln. Ja, aber man kann nur sozusagen Maulwurfflügel wegbuddeln, oberhalb der Erde liegen. Genau so. Ich hab so ein Notenblatt eingesammelt. Guck mal, da ist es. Weiß nicht, das ist ja nur ein Gag, das finde ich irgendwie nicht so cool. Aber es spielt sich ganz nett und es ist halt kein Unterschied, ob du so ein Spiel spielst und der Ritter hat ein Schwert in der Hand oder eine Schaufel. Und ein Schwert wird ja auch potenziell Spaß bringen. Ja, aber ich hätte. Aber mit dem Schwert könnte man sowas nicht machen. Guck mal. Mega langweilig. Sowas könnte man nicht machen. Lass uns doch eine Schaufel nehmen, dann ist es spannender. Aber lass uns so die Schaufel so. Kann man dieser. Als ob es ein Schwert wäre. Dieser Hate hier aufhören? Das war eigentlich sonst mein Part. Guck mal, das kannst du nicht mit dem Schwert machen. Verein. Ich möchte gerne positiv. Ja, es ist hier ein Let's Play. Ist das so eine Regel? Gibt's nicht Hate? Let's Plays. Ständig haben wir, also für mich jedenfalls, Hate Let's Plays. Aber ich höre mir dann auch selber gar nicht so gerne zu. Aber es gibt diese Kategorie nicht. Hatest, ne? Ja. Auch bestimmt gibt es das Let's Hate, heißt das dann oder so. Guck mal, das ist ein Silver Platter. Das ist ein bisschen wie der Angry Video Game Nerd. Das ist ja ein bisschen die Grundidee, dass der Sachen spielt, über die er sich nur aufregt. Gänsebraten war das. Wie bei Castlevania.
Cutaway. Ja. Das ist auch noch aber da wäre ich auch nicht der richtige Kandidat für. Ich würde halt einfach dann sagen, ja, ist halt scheiße, deswegen mach ich jetzt halt aus. Ich habe ihn schon wieder aktiviert, den scheiß Checkpoint. Vielleicht absichtlich diesmal? Ja. Nein. Wird aber so innegehalten. So. Ja. Ich habe auf weil ich auf den Chat kurz geguckt habe, aber ich kann ihn eh nicht lesen. Du musst den Chat beauftragen. Wollen wir doch die Plätze tauschen? Ja. Wir tauschen. Oder willst Plätze. Du auch gleich spielen? Oh, man sieht dich übrigens im Internet. Hm. Gut, dass ich meine dunklen Augenringe aufgelegt habe, dann erkennt man mich nicht. Frau Fuß raged härter als Tim. Ja. Wird ja auch festgestellt. Ich disse? Raged. Rage. Rage. Und ich habe das Spiel vor 5 Jahren oder so angefangen zu spielen und es nach 3 Stunden abgebrochen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich es lieber mit den beleuchteten Brüdern spielen wollte. Das weiß ich noch, dass du das schon mehrfach erzählt hast, diese Geschichte. Dieses Spiel? Ja. Und dann habe ich es deswegen 5 Jahre lang nicht mehr gespielt. Auf jeden Fall war es Mengenrabatt einzuwenden, dass das nicht komplett richtig ist, was du über diese Entwicklungsgeschichte gesagt hast. Denn da sind zu viele Sprites gleichzeitig, das hast du gesagt. Ja. Abgesehen vom falschen Bildformat. Ja, okay. Du da viel mehr flackern. Das, ja, es würde technisch nicht so sauber aussehen, aber sie haben keine Dinge gemacht, die nicht grundsätzlich nicht darstellbar gewesen wären. Sie haben irgendwie die gleiche Farbpalette genommen, sie haben die gleiche Soundbandbreite oder was auch immer. Wow. Aber ja, die vielen Objekte wären nicht darstellbar gewesen und das irgendwie verschiebbare Scrolling oder so. Keine Ahnung. Wolltest du den Drachen am Leben lassen? Nein, aber ich will erst hier plündern. Okay. Wofür brauchen wir jetzt gerade Gold? Was können wir davon kaufen? Es gibt nachher ein Dorf für, ich weiß es nicht mehr, es ist 5 Jahre her. Den habe ich jetzt mit Absicht ausgelöst. Ich will jetzt auch mit diesem Checkpoint zerstören waren. Du hast auch gar nicht damit angefangen. Ich höre auf, es zu bedauern, es nicht zu tun. Oh, kommt der immer wieder, bis du ihn einmal killst, oder sind das verschiedene? Ich glaube, das sind verschiedene. Cookie. Ja. Ist jetzt der Sound gedoppelt von der Musik? Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr nochmal in den Norden, aber ich habe das noch nicht mit Iki durchgequatscht. Da ist eine Menge Rabatt. Ja, du bist herzlich willkommen. Der Norden ist auch generell ein Besuch wert. Wieso ist es denn derselbe Gegner? Ja. Weil das ein Spiel wie von damals ist. Ach, hat das nicht auch nur ein Typ programmiert eigentlich? Nee, ich glaube nicht. Oha. Das ist auch wie damals, oh, dass du zurückgeballert ja. wirst, wenn du getroffen hast. Guck mal, hast. Gut, dass ich den Checkpoint nicht zerstört habe. Ja, als hättest du es geahnt. Ich erinnere nämlich, dass ich beim ersten Durchgang, glaube ich, in den ersten 3 Level nicht gestorben bin und deswegen gedacht habe, oh, da hätte ich auch die Checkpoints zerstören können. Es wird noch weiter, du wirst noch weiter verbessert. Hier steht noch, das mit den Farben passt auch nicht ganz. NES hatte 4 Farben pro 8x8 Teilchen. Hier haben sie oft 4 Farben plus Transparenz. Nein. Es ist aber sehr nah dran. Grundsätzlich stimmt meine Aussage auf jeden Fall schon ziemlich doll. Ziemlich doll ist aber gerade so ein. Also die Tendenz stimmt volle Kanone. Das ist schon ein groß. Guck mal hier. Da ist mein Geld. Das ist wie Zombie-Youth. Dark Souls hat natürlich viel naheliegender. Mimimi. Leck hört keinen doppelten Sound. Gut. Also nicht doll. Also ein bisschen, aber nicht störend, so würde ich es interpretieren. Oh, wie geht's euch Rackern da draußen? Habt ihr alle einen schönen Sonntag? Ist heute Sonntag? Heute ist nicht Sonntag. Was ist denn heute? Donnerstag. Stimmt, scheiße. Also ihr alle bisher einen schönen Donnerstag. Da kannst du aufschaufeln. Ja, mach ich gleich. Sieht aber aus, als hättest du das möglicherweise nicht schaffen können. Das ist halt irgendwie von all diesen Spielen, die so sind wie die Spiele früher, schon eines der deutlich coolsten. Weil es einfach Spaß macht, es zu steuern.
Aber es trotzdem einfach genauso ist wie ein Spiel von damals. Weil ich ein bisschen dick aussehe, liegt es daran, dass ich hier Tabakdrehzeug drin habe und dass ich echt dick geworden bin auch. So, jetzt kommt der Boss! Aber ich habe mich jetzt in der Kaifu-Lodge angemeldet, habe ich das erzählt? Da ist er. Der schwarze Ritter. Hab ich schon erzählt. Ich wusste, du würdest dein Gesicht früher oder später zeigen. Ritter über mich? Naja, passt aber auch, man sieht dein Gesicht. Was ist denn Cerulean? Ganz leicht in der Ecke. Was ist Cerulean? Der cerulianische Feigling. Dreh jetzt dich um, Schaufelritter. Es gibt hier nichts mehr für dich. Geh beiseite, schwarzer Ritter. Ich habe kein Ding mit dir am Laufen. Ich muss zurück. Ich habe kein Beef mit dir, wäre vielleicht besser. Ich muss zurück zum Turm des Schicksals. Die Zeit, die du weit weg verbracht hast, hat deine Sinne getrübt. Kannst du es nicht sehen? Das ganze Tal wurde erobert von der Zauberin. Verzauberin, müssen wir eigentlich sagen, oder? Und seinen unverwundbaren Rittern von dem Orden des Nichtviertels. Ach, sie und ihre unverwundbaren Ritter stehen zwischen dir und dem Turm. Aber all das ist egal, denn jeder, der zu ihr will, muss durch mich durch. Stähle deine Schaufel. Komm her, Diggi. Mach dich kaputt. Cerulean ist eine Farbe, dieses Hellblau. Aha. Gibt es ein deutsches Wort für? Cerulean vielleicht? Achso, Leck schreibt direkt darunter, Pokémon hat mir beigebracht, dass Cerulean auf Deutsch Azuria heißt. Azurblau. Was man auch durch Pokémon lernen kann. Leck freut sich aufs Wochenende. Ich nicht so, ich muss viel arbeiten. Aber ich freue mich einfach stellvertretend mit. Freust du dich auch aufs Wochenende? Ich freue mich auch aufs Wochenende, ja. Aber seit ich immer den Mittwoch frei habe, ist das nicht mehr so doll. Weil der Unterschied weniger. Ja. Ist. Er ist tot. Er ist, ja. 1000 Punkte. 1000 Mark bekommen. Läuft davon. Oh, Deck nimmt mich am Wochenende gedanklich mit zum Laufen. Das ist sehr nett. Ich werde da nämlich nichts schaffen. Du sitzt am Feuer. Schläft ein. In der Rüstung, das stelle ich mir unbequem vor. Ja, hier, er trägt ja noch die Rüstung. Ritter Ron. Es gibt ein Kinderbuch, das wir haben, wo er am Ende auch in seiner Rüstung einschläft. Wie heißt der? Ritter Ron. Ritter Ron. Auf der Burg von Ritter Ron. Wie Weasley? Fang sie! Ach, so ein Traum. Ja, wie Ron Weasley. Schon hübsch, Spiel. Was ist, wenn du sie nicht gefangen hättest? Oh, kann das Feuer buddeln, das Geld im Feuer. Dann wäre das ein Albtraum gewesen. So war es ein sehr schöner Traum.